wird, ihr Lieben? Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich befinde mich momentan auf 1250 Meter Höhe und zwar ganz genau um dem Zugspitzresort in Erwald. Das ist ein 4-Sterne Superior Hotel und ein 5-Sterne Campingplatz. Jetzt machen wir mal einen kleinen Rundgang. Schön, dass ihr dabei seid. Los geht's. Natürlich habe ich mir standardgemäß ein kleines Gefährt für heute besorgt, weil der Platz so groß ist. Und damit werde ich heute ein bisschen durch die Gegend fahren. Vom Campingplatz befindet sich ja die Tiroler Zugspitzbahn und mit dieser Zugspitzbahn kommt man direkt auf die Zugspitze. Auf dem Campingplatz gibt es 120 Stellplätze zum Mieten und 59 Stellplätze für Dauercamper. Wir sind uns auch schon am ersten Badehaus. Das ist wirklich schick. Ich zeige euch mal ein bisschen. Ich habe die Karte dabei, was wir dort alles so sehen. Und ein Fenster, wo man schön auf die gegenüberliegende Bergkuppe gucken kann. Das ist nicht herrlich. Hier ist eine kleine Nasszelle. Und hier haben wir das Klo. Was soll nicht sauber ist. Okay, aber hier wird ja gerade sauber gemacht. Ist sowieso immer mir unverständlich. Na, hier wohnen. Oder hier sind viele Leute, die Geld haben für den Campingplatz und trotzdem die Toiletten komisch hinterlassen. Naja, egal. Sauberkeit ist ja halt nicht für jeden gegeben. So. Weiter geht's, würde ich sagen. Hier geht so ein kleiner Bach durch und gut für Kinder, die können da spielen. Der ist sehr flach. Ich weiß bloß nicht, wie es bei den bei Hochwasser ist, dann wird es wahrscheinlich eher weniger klappen. Ne, aber total klasse. Also hier oben finde ich sowieso den besseren Platz, besser als den wir da unten haben. Weil hier so ein bisschen dichter die ganzen Camper zusammenstehen. Und man hat von überall einen besten Blick auf die Zugspitze. Hier befinden wir uns vom zweiten Waschhaus. Hier kann man auch sein Geschirr spülen. Hier gibt es einen Trockenraum und hier gibt es auch noch Nasszelt und hier geht es zum Pool. So, hier befinden wir uns wieder in den Waschzellen vom zweiten Badehaus. Hier musst du dich kurz in den Pool umziehen und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, und los geht's, würde ich sagen. In die Saunalandschaft und in die Wässerlandschaft und die Bäderlandschaft, wie auch immer. Gucken wir uns mal an, los. Die Wasserwelt machen wohl erst um 10 Uhr auf, aber ich habe mal geguckt, es ist alles offen. Insofern gehen wir mal rein und gucken. Ist auch ganz gut, so kann ich keine anderen Leute filmen. Und wir sind unter uns. So, hier haben wir die Umkleidekabinen. Hier gibt es auch Familienumkleidekabinen, auch sehr gut. Sauna-Poolbereich. Wo man Durst hat, kann hier Eis ziehen oder Flüssigkeiten trinken. Tja, hier ist wohl doch schon was los, hat mich wohl ein bisschen vertan, aber der fühlt sich halt einfach so herum. Wir befinden uns jetzt direkt im Pool, ich muss aufpassen, dass die Kamera nicht reinfällt, weil ich habe ein bisschen Wasserschutz gar nicht mit. Aber ich sage mal, das Besondere, hier gibt es einen Wasserfall. In
Wochenende. Was ein Ausblick. Unglaublich, oder? Man kann aus dem Pool direkt auf das Zugspitzmassiv sehen. Und hier gibt es seit dieser Woche, Dienstag, gibt es hier einen Naturteich. Da gucken wir uns auch mal schnell an. Wir müssen mal hier aus dem Freibad aussteigen. Es wird übrigens nicht wärmer, wenn man nass an die kühle Luft geht. Ja, das sind Geschichten, die das Leben schreibt. Aber wir gucken uns diesen Naturteich auf jeden Fall an. Geht auch mal da kurz rein. Und hier vorne befindet sich das Kinderbad. Auch das werden wir uns mal gucken. Oh, es ist wirklich schön kalt, naturbelassen halt. Und ja, auch hier mit dem perfekten Ausblick auf die Zugspitze und total schön gemacht. Es gibt noch einen Lichtschwimmbereich, einen Schwimmerbereich. Das Häuschen, das wird gerade noch gebaut oder in die Inneneinrichtung. Außen werden auch noch ein paar Sachen hergerichtet. Klasse, voll klasse. Und dieser Ausblick auf die Zugspitze, herrlich. Jetzt aber wieder raus. So, jetzt gehen wir auch schon mal in den, wo ich meine Schuhe gelassen? Ach, drinnen. Ah, guckt mal, der Kinderbereich ist auch schon offen, aber hier wird nichts los sein. Also folgt mir. Hier vorne haben wir das Kinderbecken gesehen und hier haben wir eine riesengroße Spiellandschaft mit einem Piratenschiff. Und ich hab's gerade gesagt, das Wasser ist so heiß, wenn man aus dem Kalten rauskommt, das brutzelt einem die Füße im ersten Moment weg. Oh. Aber geil, hier gibt es Liegeplätze für die Eltern und für die Kinder. Und eine Rutsche, einen Kriechtunnel, noch eine Rutsche und noch eine Rutsche. Eine große Tunnelrutsche, hier kannst du auf Zeit um die Wette rutschen. Und ja, cool. Macht natürlich mehr Spaß, wenn es an ist und nicht, wenn es aus ist. Aber das soll uns ja nicht stören. So, ich bin mit euch nochmal in den Ruheraum gegangen. Das ist ja herrlich. Hier war ich selber noch gar nicht, bin ich gerade so ein bisschen. Wow. Oh, ich bin gerade glatt mega entspannt. Wie toll ist das denn? Warum habe ich das noch nicht gesehen? Was haben wir denn hinter der Tür? Können wir die öffnen? Hier gibt es nämlich auch noch eine Sauna. Ich weiß gerade bloß nicht, wie man in die Sauna kommt. Und oder mehrere Saunen, sagen wir mal so rum. Und ja, hier gibt es ein Solarium und hier kann man durchaus wirklich entspannen, ey. So cool. Das muss ich erst an meinem letzten Tag erfahren. Hier, da gibt es zwar Textilsauna, Biosauna bis 60 Grad und ein Dampfbad bis 40 Grad. Herrlich. Hallo? Hier ist raus. Das ist schön. Hier geht es noch zu einer Nacktsauna. Die haben wir auch noch, die gucken wir uns auch noch mal an. Ah, abgeschlossen. Ja, können wir nichts machen. Ach, 14 bis 20 Uhr. Ha, da ist auch noch ein kleines Spa. Und gut. Und jetzt auf die Reise zum Kinderland. Das gucken wir uns auch noch mal an. Ich hoffe, dass auch noch nicht so viel los ist. Und dann holen wir zum Ende noch mal ein paar Brötchen, weil wir dann frühstücken wollen. Hier gibt es auch schon den ersten Kinderspielraum. So, und zwar das Bällebad. Hier ist aber irgendwie nicht so viel los. Versteckt das Bällebad. Meine Kinder mochten das nicht so, weil es sehr eng und klein war. Aber ich denke mal, wenn ich noch klein gewesen wäre, wäre ich da gerne gewesen, weil es ein schöner geheimer Ort ist und man sich da auch gut verstecken kann. So, der Spa-Bereich. Hier können Massagen etc. gebucht werden. Ich glaube auch nur Massagen und Hot Stone und wie sich das alles schafft. Das Hotel verfügt auch über einen Fitnessraum. Die Sachen können auch alle Campingplatzbenutzer mit benutzen. Hauptsache man hat die Karte. Es ist von 7 bis 20 Uhr geöffnet. Hier kann man auch Yoga machen. Und da gucken wir mal kurz rein. Hier ist auch Sport oder Kleidung möglich. Toll gemacht. Bohlen ins Wasser, Fletcher im Hintergrund. Herrlich, das gute Mixwasser darf nicht fehlen.
und raus. Mein Sport ist Wandern. Da kann ich mit Gewichte können nicht viel anfangen. Aber coole Sache, dass es angeboten wird. So, und schon sind wir bei der Kinderwelt, dem unteren Bereich. Hier gibt es nämlich auch die Kartbahn. Richtig cool. Die ist offen für alle. Für die Kleinsten. Hier muss man Chips reinstecken, wie ihr sehen könnt, Tokens. Da kriegt jedes Kind immer zwei Stück und kann dann wieder runterlaufen und dann hier eine Runde fahren. Super, klasse. So, jetzt gehen wir mal die Treppen hier hoch. Und gucken, wie es hier oben aussieht. Wahnsinn. Oh, das ist ja schon eine Familie. So rum. Wahnsinnig. Guckt euch das an. Hier fühlt man sich wirklich wohl. Und noch ein Highlight haben wir hier auch. Und zwar die Kletterwand. Für jedes Alter ist hier was dabei. Hier ist auch ein Kino. Da laufen täglich zwei Filme. Sind wir auch schon am Kids Club. Das ist von 7 bis 21 Uhr geöffnet, meine ich. Und ja, hier können gestresste Eltern ihre Kinder abgeben oder Kinder, die auch freiwillig hierher gehen. Hier wird viel gebastelt. Hier gibt es dreimal am Tag Animationsprogramm für die Kinder. Aber es ist immer unterschiedlich. Total klasse. Wir haben für diese Woche das Kinderprogramm zum Beispiel, sondern heute Montag, haben wir heute Vormittag, ich male die Welt, wie sie mir gefällt, Kreidemal. Dann gibt es einen Cocktailnachmittag und abends wird mit Schaum gemalt. Richtig klasse. Morgen ist Piratentag und abends gibt es sogar eine Zaubervorführung. Wir verzaubern verschiedene Herbstmotive auf Schrumpffolie. Sehr geil. Ja. Mittwoch gibt es eine Kochschurzwerkstatt. Hier werden Cocktails gemacht. Also hier war wirklich viel geboten für die Kleinen. Richtig toll. Ja, in der Kinderwelt geht es direkt hoch ins Restaurant. Da gehen wir heute Abend essen. Dann nehmen wir einen Apfelsaft. Wer ist das? Auf unsere Friedel, auf unsere Lotti und auf unsere Greti. Wer ist das, Mann? Aber mein Gemüse runterkriegen. Ja, das kannst du an mir geben oder Mama. Ich mag das Gemüse. Weil sieht lecker aus, ne, oder? Wir können übrigens auch am Campingplatz Halbpension buchen, indem man beim Frühstücksbuffet mit dran teilnimmt. Oder beim Abendbrot. Nimmt man das Abendbrot. Schöne Sache, wusste es doch vorher auch nicht. Aber wir können uns auch hier Brötchen kaufen, das werden wir ja gleich machen. Hier stehen wir gerade vor der. Vor dem Weinkeller, nicht vor der Weinstube oder Weinstube kann man auch sagen. Dann sind wir auch schon bei der Rezeption gelandet. So schnell geht der Rundgang. Und hier vorne gibt es auch noch einen kleinen Einkaufsladen, wo es das Nötigste gibt, wie Brötchen, ein bisschen Aufstrich. Und da hole ich jetzt mal Brötchen für die Familie. Nein, ich bin gerade entsetzt. Salami ist alle. Ich wollte heute Salami-Brötchen essen. Ich habe gestern Abend die letzte für meine Brotstulle genutzt. Naja. Kann ich alles haben. So, hier gibt es auch Getränke. Frühstücken jetzt erstmal schön. So, ein Brötchen habe ich mitgebracht. Hä? Ach so, wer bringt die Brötchen mal weg? Ich nicht. Nur mal schnell reinbringen. Ich auch nicht. Was? Meine süßen Mäuse, bring mal kurz zu Mama. Oh. Mach ich. Das war's ja, von dem Campingplatz und Hotelrundgang. Übrigens kriege ich kein Geld für das, was ich hier mache. Das mache ich alles aus Eigennutz. Ich möchte meinen Kanal natürlich ein bisschen bekannter machen. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein Abo da lassen würdet. Und einen Daumen nach oben, wenn euch das gefallen hat. Ja, das Hotel und der Campingplatz ist super toll. Mir hat es richtig gefallen. Von hier aus können man viele schöne Wanderungen starten. Auch für Kinder super interessant. Auch viele Kinderwanderungen kann man in der Gegend machen. Die Videos
kann ich ja mal in der Beschreibung mit aufführen, die wir hier gemacht haben. Und lohnt sich auf jeden Fall. Also, schön, dass ihr dabei gewesen seid. Und Wandern nicht vergessen. Und in dem Fall Camping nicht vergessen.